Digga, was ist hier passiert? Ist ja alles umgeworfen. Ey, das ist die gleiche Maske, die im Candy Palace lag. Wir gehen rein, Polizei Bremen. Und mal schauen, was sie mir als Info geben. Hey Freunde, ich habe gerade einen Anruf bekommen, dass im Süßigkeitenladen eingebrochen wurde. Ich habe keine Ahnung, was los ist. Ich weiß nicht, was passiert ist. Mir wurde gesagt, ich soll so schnell es geht vorbeikommen. Ich muss direkt losfahren. Wir sehen uns gleich. Okay, Freunde. Ich bin jetzt direkt bei Candy Palace. Ich habe mich geisteskrank beeilt. Alper, hey, gut, dass Maibon ist auch schon da. Also erzähl, was ist los? Was ist passiert? Dickerchen, es wurde eingebrochen. Ja, lass rein. Hast du die Polizei schon gerufen? Alles schon geklärt soweit. Die kommen auch gleich. Aber bevor die das auch sehen, solltest du dir das auch einmal angucken. Mach mal die Tür zu. Digga, was ist hier passiert? Ist ja alles umgeworfen. Ja, Mann, deswegen hab ich zu dir gesagt, beeil dich bitte. Hä? Kev. Alper, wir sind hier reingekommen. Du hast doch überall Alarmanlage, Überwachungskameras. Wie geht das? Frag mich nicht. Ich bin gerade selber am entziffern, was passiert sein soll hier. Habt ihr den Laden nicht richtig zugemacht? Oder weil hier vorne ist irgendwo die Scheibe eingeschlagen? Nein, die Scheibe nicht. Hier ist alles umgeworfen. Wir gehen stark davon aus, dass wir die Tür nicht abgeschlossen haben. Digga. Das ist das Problem gewesen. Aber was wurde geklaut? Also hier sind Sachen umgeworfen. Also ich gehe stark davon aus, dass natürlich irgendwelche Süßigkeiten noch mitgenommen wurde, weil das wurde Geld geklaut? Alles, Kev, alles ist weg. Die haben wahrscheinlich hier auf der Flucht, so wie ich das sehe, die Scheine auch noch verloren, ja. Der eine hat einfach das Bargeld aus eurer Kasse vorne geklaut. Richtig, und noch eine Sache, guck mal hier, aber damit werde ich den Täter finden wahrscheinlich. Hier, seine DNA liegt hier dran. Digga, was? Der hat sich wahrscheinlich... Nicht anfassen! Das darfst du nicht anfassen, Kev, bis die Polizei gleich kommt. Das darfst Junge! Du nicht. Ja, auch hier. Was ist hier passiert? Schau mal, hier liegt noch Geld, da liegt noch Geld rum. Hä, warte mal, wo? Kev, guck mal hier. Hier hat er sich heftig verletzt, Kevin. Hier ist noch sogar frisches Digga, Blut. Da ist noch Blut richtig dran! Frisch sogar. Ey, Digga, was ist das hier? Was ist das für eine Maske hier vorne? Ich weiß es nicht. Vielleicht wurde sie dabei getragen. Was ist mit den Überwachungskameras? Haben die was aufgenommen? Nein, leider nicht. Wir sind ja erst aktiv, wenn die Tür richtig zugeschlossen ist. Dann schaltet sich das System ein. Wir haben hier... Darf ich die Sachen anfassen? Nein. Hast du Handschuhe? Handschuhe habe ich da, ja. Gib mir mal bitte Handschuhe einmal. Ist irgendwas sonst kaputt? Ist irgendwie, Schäden? Ist irgendwie, was ist mit dem Lager hinten? Waren die hinten im Lager? Oder nein, haben die Lager haben sie anscheinend nicht angefasst. Die waren haben nur das Geld nur hier genommen. Vorne, direkt Bargeld, Kasse aufgemacht und... Ja, Freunde, guckt euch das mal an hier. Kevin, fass das nicht an. Das Sorry. Darfst du nicht anfassen, Mann. Kev, also ich habe jetzt einen Anruf bekommen von der Polizei, die sind in 2-3 Minuten hier. Okay. Für dich heißt das jetzt Folgendes, du gehst bitte einmal in den Lager und wartest da auf mich, ich mache auch die Tür zu, okay, weil offiziell darf hier jetzt auch keiner mehr sein. Ja. Ich würde dich um eine Sache bitte bitten. Okay. Du hast ja einen richtig guten Riecher immer für sowas, ja? Ja. Mach dir schon mal Gedanken, wer könnte es gewesen sein, was wollte er von mir? Ja. Ja. Na gut, die wollten das Geld ja haben, ne? Kev, überleg's dir noch einmal, ganz in Ruhe, ja? Ja. Deswegen bitte einmal kurz nach hinten, ich mache auch dann die Tür hinter dir einmal zu. Okay. Ja, du kannst dich da ja hinsetzen. Setz dich jetzt nach hinten, du hörst, die kommen jetzt gerade. Bitte, geh schon mal nach hinten, ja. Warte. Ja, ja. Ja, ich kläre das dann soweit erstmal hier okay. vorne, okay? Alles klar. Ciao. Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Also, die Polizei ist jetzt gerade vorne bei Alper. Wir hören uns gleich an, was sie zu sagen haben. Ich lege jetzt das Handy erstmal weg. Kevin? Ja? Magst du mal eben kurz kommen? Ja. Ist die Polizei weg? Ja, Polizei ist weg. Also, Folgendes, ja. Dadurch, dass es unser Verschulden war, wir die Tür nicht abgeschlossen haben, richtig, können sie uns erstmal natürlich keine Informationen weitergeben und sie sagen, sie können uns eigentlich nicht wirklich weiterhelfen. Das Ding ist jetzt, du musst das machen. Ich? Du musst das machen. Du hast doch, ich sag ja, du hast immer den richtigen Riecher dafür und ich glaube, du kannst das Ding lösen. Oh, Freunde, ey, Alper, ja. Ich mach mich direkt auf den Weg. Danke dir, Lüfte. Okay, Freunde, mein erster Anhaltspunkt, wo wir heute gucken werden, ist tatsächlich die Polizei Bremen. Alper hat zwar gesagt, die Polizei kann nicht wirklich viel machen, die waren ja auch bei ihm im Laden. Und ich werde jetzt direkt einfach mal reingehen und auch nochmal den Fall schildern und nochmal mit der Polizei sprechen. Ich weiß nicht, inwieweit mir die irgendwie was sagen können, ob die mir irgendwie noch einen Anhaltspunkt geben können. Wir gehen rein, Polizei Bremen, und mal schauen, was sie mir als Info geben. Ich weiß es nicht. Ich muss da irgendwie Alper helfen, ihr wisst es.
Okay, Freunde, ich bin jetzt aus dem Polizeirevier wieder raus und ich habe jetzt knapp eine halbe Stunde mit dem Zuständigen am Empfang gesprochen. Der hat gesagt, der Fall von Alper wurde schon aufgenommen von dem Süßigkeitenladen und er hat gesagt, die können tatsächlich nicht wirklich viel machen, sowohl die Polizei nicht als auch die Versicherung, weil die Tür nun mal aufgelassen wurde. Wenn die Polizei aber irgendeinen Hinweis bekommt, wer das gewesen sein könnte und wenn es dafür Beweise gibt, dann kann irgendetwas gemacht werden und die meinten, ich soll doch einfach mal überlegen, ob es irgendeinen Konkurrenten oder sowas von Alper gibt oder irgendwelche Menschen, die Alper und dem Süßigkeitenladen schaden wollen. Und ich habe schon eine ganz gute Idee. Ich würde sagen, ich gehe jetzt einfach mal zum Auto und werde euch dann zeigen, wo wir hinfahren. So, Freunde, ich bin tatsächlich jetzt bei dem Candy Shop in Bremen angekommen. Das ist der zweite große Süßigkeitenladen, den es hier gibt und somit in Anführungszeichen Konkurrenz zu Alper. Ist sogar ein bisschen weiter weg und ich habe hier vor längerer Zeit sogar auch mal ein Video gedreht. Da durften sich Zuschauer in 5 Minuten alles aussuchen. Also ich war hier sogar auch schon mal und ich denke mal, Alper wird den Laden hier auch kennen. Ist auch ein cooler Laden. Und hier gucke ich mich jetzt einmal kurz um und wir schauen, ob wir hier irgendeinen Hinweis finden. So, ich schaue mal kurz, ob hier irgendwie was drin ist. Das ist tatsächlich ein Süßigkeitenautomat, den die hier draußen vorgestellt haben. Ich würde sagen, ich gehe sonst einfach mal direkt rein und schaue mich drin nochmal um. Okay, Freunde, wir sind jetzt im Laden drin und ich werde mich auch einfach mal direkt umschauen. Ihr könnt mal mitschauen, ob wir hier irgendwie einen Hinweis finden. Ihr seht, auch hier gibt es richtig viele Süßigkeiten. Deswegen, falls ihr hier irgendwie aus Walle kommt, kommt ihr auch natürlich gerne mal vorbei. Ich bin echt gut in sowas, in so Hinweise finden, aber warte mal, hier, bei den Takis Blue Heat, da könnte am ehesten irgendwie was sein. Sonst bei den Kinderinis, weil ihr wisst ja, Freunde, das ist das Eierkopfessen. Ist hier irgendwie was? Darf ich dich mal fragen, ob heute irgendjemand vorbeigekommen ist, der irgendwas bei dir im Laden abgestellt hat? Nee, ne? Oh, ich sehe hier gerade, ihr habt sogar Paulberger Limo. Sehr cool. Also ganz liebe Grüße an Max an der Stelle. Ich zeige euch das mal, Freunde, auch hier ziemlich viel Getränkeauswahl. Aber auch da sehe ich jetzt auf den ersten Moment nichts. Übrigens, falls ihr irgendwie etwas seht, was ich vielleicht übersehe, müsst ihr es mal unbedingt in die Kommentare schreiben. Und ganz, ganz wichtig, wenn ihr wollt, dass ich herausfinde, wer da bei Alper für den Einbruch zuständig war, dann müsst ihr jetzt alle nochmal bitte den Kanal abonnieren, weil ich brauche unbedingt eure Hilfe. Nur mit eurer Power kann ich das schaffen. Ich prüfe mal einmal kurz. Okay, sehr gut. Ihr müsst nämlich auf meiner Seite sein und lasst einen Daumen nach oben da, Freunde. Warte mal, ich guck mal gerade, schaut mal, das ist doch ein bisschen auffällig. Schaut mal hier, das Aloe Vera Getränk. Ey, das hat sogar einen Candy Palace Sticker drauf. Hä, das kann ja einfach einer so random, als er hier reingekommen ist, da so reingestellt haben. Hä, ist das jetzt Zufall? Also ich sehe sonst das Getränk tatsächlich gar nicht. Das ist nur eins davon gewesen, mit einem Sticker drauf. Boah, ey, ich sag euch, also Polizei hat gesagt, ich soll mich einfach umschauen und wenn ich irgendwelche Hinweise finde, denen Bescheid sagen und auch Alper Bescheid sagen. Ich glaube, ich nehme das jetzt einfach mal so mit und werde direkt Alper anrufen, ob der irgendwie eine Idee hat. Weil ich glaube, das ist doch, also es kann doch kein Zufall sein, dass ich das jetzt hier genau finde. Okay, Freunde, wir rufen Alper an. Okay, Freunde, ich rufe Alper jetzt direkt mal an. Ja. Alper, ich war jetzt bei einem anderen Süßigkeitenladen und ich habe da ein Aloe Vera Getränk von dir gefunden mit einem Candy Palace Sticker drauf. Ja. Ist das muss doch zu 100% irgendwie ein Hinweis sein, oder nicht? Eigentlich schon. Was sucht mein Aloe Vera Getränk dort mit meinem Sticker? Ja, ich weiß es nicht. Ich war ja auch bei der Polizei, die haben auch zu mir gesagt, die können halt nichts machen. Und ich soll einfach gucken, die haben gesagt, vielleicht irgendwie bei einem anderen Süßigkeitenladen in Bremen, ob da irgendwelche Hinweise sind. Meinst du, ich soll sonst zu noch einem fahren? Ich bin jetzt hier beim Candy Shop in Walle, da war der. Weißt du was, du kannst von mir aus eigentlich da an die Waterfront fahren. Das ist ja auch nicht weit weg, da ist auch so ein Süßigkeitenladen. Vielleicht gibt es ja dort Hinweise. Ich fahre erstmal weiter, ich gucke, ob ich irgendwas finde. Ich halte dich auf jeden Fall auf dem Laufenden, ja? Alles klar. Okay, bis dann. Ciao, ciao. Bis dahin, ciao, ciao. Ey, mein Kopf rattert. Ich fahre direkt zu einem anderen Süßigkeitenladen und guck mich da um. So, Freunde, wir sind jetzt bei dem Süßigkeitenladen in der Waterfront und zwar bei Sweet Streets. Ist tatsächlich auch ein cooler Laden. Ich
Ich habe keine Ahnung, ob ich hier irgendwas finde, ob die hier irgendwas mit zu tun haben. Ich habe hier auch schon ein paar Mal eingekauft. Ich würde sagen, ich gucke mich jetzt einfach mal direkt um. Gerade haben wir den Hinweis ja bei den Getränken gefunden. Das heißt, ich gehe direkt einfach mal zu den Getränken hinten hin und schaue mal. Aber ich glaube, die haben auch kein Aloe Vera da. Die haben Red Bull Peach, das ist das, was ich immer ganz gerne trinke. Boah, ey, ich sag euch ganz ehrlich, ich bin total, also ich habe wirklich gar keine Ahnung. Alper hat gesagt, probier hier den Süßigkeitenladen aus. Es würde ja auch Sinn machen, weil ich im anderen Süßigkeitenladen was gefunden habe. Maybrit ist auch mit dabei, ich rufe die mal her. Maybrit? Maybrit, ich brauche mal deine Hilfe. Schieß los. Ich habe jetzt in dem anderen Süßigkeitenladen, habe ich ja die bei dem Aloe Vera Getränk was drauf gefunden. Hier bei den Getränken ist jetzt nichts. Fällt dir irgendwas ein, wo ich noch gucken kann? Sonst guck doch vielleicht noch mal in der Ecke da vorne. Da meinst du? Ich glaube, ich würde einfach mal die Mitarbeiter fragen. Ich meine, die müssten ja sonst was gesehen haben. Der andere Mitarbeiter, der hat es halt nicht mitbekommen im anderen Süßigkeitenladen. Da habe ich es halt, aber da habe ich es auch durch Zufall ja direkt gefunden, weil es am Eingang stand. Aber ich gucke sonst noch mal auf der Seite hier. Hier ist halt das Popcorn, Freunde. Das habe ich ja Alper mal vorgeschlagen, dieses Furuta-Pop-Pokémon. Ist hier vielleicht irgendwas? Ja, ich glaube, ich frage sonst einfach mal. Hi. Und zwar, ist dir irgendwas heute Komisches in eurem Laden aufgefallen? Ja, und zwar, die Lagertür war offen. Also wir vermuten, dass jemand hinten kurz war. Wir haben Takis-Tüte gefunden. Eine Takis-Tüte ist hinten? Ja. Liegt die da noch? Ja. Okay, danke dir. Darf ich nach hinten gehen und gucken? Ja, kannst gerne. Warte mal, Freunde. Warte mal, ich guck mal gerade direkt. Okay. Warte mal, wir sind jetzt im Lager, Freunde. Ihr seht auch hier Kinder Creamy und alles. Aber wo hast du das genau gefunden? Das war hier. Ah! Freunde, es ist alles durchgestrichen. Schaut mal, das Logo ist durchgestrichen, die Adresse ist durch. Warte mal, ich zeig das mal Maybrit vorne. Dankeschön. Maybrit, guck dir das an. Es ist alles durchgestrichen. Candy Palace Logo ist durchgestrichen, die Straße ist durchgestrichen. Überall sind so Kreuze drauf. Und da steht ein McDonald's. Ey, ich habe wirklich keine Ahnung. Aber was hat das denn jetzt mit dem Einbruch zu tun? Als ob die jetzt hier in diesem Süßigkeitenladen drin ist. Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, das Einzige, was uns wohl übrig bleibt, ist, zu McDonald's zu fahren. Aber zu welchem? Wahrscheinlich dein Standard-McDonald's, oder nicht? Nee, das macht keinen Sinn. Es muss der Horror-McDonald's sein, weil da wollte ja Alper eigentlich damals seinen Laden eröffnen. Da waren wir ja auch schon. Und ich glaube, der normale McDonald's, das ist zu... Das passt nicht, das würde nicht passen. Ich mach davon Alper mal eine Videoaufnahme. Ich frage ihn mal, was er davon hält. Alper, schau dir das hier an. Das habe ich hier in dem Süßigkeitenladen gefunden. Sag mir bitte nicht, dass die damit meinen, dass ich zu dem Horror-McDonald's muss. Kev, du musst zu diesem Horror-McDonald's, ja? Bitte geh dahin und guck nach Hinweisen. Du weißt ganz genau, wo du immer schauen musst. Ich gehe stark davon aus, dass diejenigen sich dort aufhalten. Geschweige denn, dass sie wahrscheinlich hier gewisse Beute von mir, was sie mitgenommen haben, wahrscheinlich da gebunkert haben, ja? Und guck da ganz genau nach. Bitte, Kev, das ist sehr wichtig. Ey, Freunde, ich sage euch, ich hasse diesen Ort so sehr. Ich habe so viel Angst. Es ist schon wieder stockdunkel. Ihr seht, es ist ultra dunkel draußen. Wir sind beim Horror-McDonald's. Ihr habt die Nachricht von Alper gehört. Tatsächlich befindet sich der Horror-McDonald's auch gerade mal 10 Minuten Autofahrzeit, vielleicht sogar noch kürzer, vom Candy Palace entfernt. Das ist Luftlinie, vielleicht 2 Kilometer, also der ist wirklich um die Ecke. Und die Theorie ist jetzt, dass wir hier entweder Geld finden können, dass die Einbrecher, nachdem sie bei Candy Palace waren, dass sie hier hingerannt sind, weil dieser Ort hier nun mal auch damals fast Alpers Süßigkeitenladen geworden wäre. Und ich würde sagen, wir gehen rein. Digga, ich hab so Schiss. Guckt euch das an. Es ist wirklich, es ist alles zerstört. Okay, Freunde, wir gehen rein. Okay, Freunde, ich bin jetzt drin. Ihr seht, wir sind wieder im Horror-McDonald's. Und, Digga, was ist das? Was ist das? Ey, Digga, es ist nicht die Maske. Ey, das ist die gleiche Maske, die im Candy Palace lag. Und das wirklich...
Ist hier jemand? Ey, Freunde, ich hab grad so Schiss, ne? Hallo, ist hier jemand? Digga! Freunde, hier ist die Maske voll mit Blut und ein 10-Euro-Schein. Ey, ich trau mich gar nicht weiterzugehen. Ich sag euch, nachher sind irgendwie die Einbrecher oder sowas hier. Nachher sind die hier wirklich hingegangen, nachdem die bei Candy Palace waren. Ey, Freunde, wenn ihr jetzt noch nicht den Kanal abonniert habt, ne, was ich hier schon wieder mache, es ist mitten in der Nacht, ich bin komplett alleine, macht das Ganze auf keinen Fall nach, Freunde. Ich lasse die Sachen dort liegen, ich werde das auch Alper noch mal gleich schicken. Warte mal, ich schicke ihm jetzt mal davon ein Video. Ey, Alper, ich bin hier mitten in diesem Horror-McDonalds, Digga. Und hier ist diese Kackmaske, die gleiche, die bei dir im Laden lag, und wieder 10 Euro und Blut. Ey, Bro, das ist mir zu viel. Yo, Kev, ey, ich hab gerade das Video gesehen. Digga, geh sofort da raus, bitte, ja? Das ist saugefährlich da. Und was macht die Maske dort? Die war doch vorhin noch bei uns. Digga, raus da, ganz, ganz schnell, Kev, bitte. Es geht um deine Sicherheit. Raus da, ganz schnell. Also wirklich, ich bin echt eigentlich kein Schisser, aber ich bin hier komplett alleine. Guckt euch das an. Es ist alles kaputt hier. Und da vorne finde ich eine blutige Maske und blutiges Geld, Digga. Ey, und darunter geht's in Keller, was ist das da? Was ist das da? Digga, ist eine Eierkopfflasche! Was ist das denn? Das ist eine Eierkopfflasche voll mit Blut und Candy Palace Sticker drauf! Ey, ich muss hier weg! Ich muss hier weg, ich... Digga, ich hab so Angst, Freunde. Ich rufe jetzt die Polizei.